Wir lassen noch eine Minute laufen, danach werden wir mein Weekend League Team bauen. Es gibt eine 20er Medion Karte zu gewinnen. So, und noch eine geile Neuigkeit. Ihr bekommt jetzt ab heute komplett übers TOTS bei unserem Partner Medion mit dem Code auf Rille statt 4% 5% Rabatt. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders. Deshalb, wenn ihr euch da was gönnen wollt, macht das gerne. Sehr geiler Stream, Leute. Danke auch an alle Follower. Super Stream. Eventuell komme ich später nochmal live, aber ich glaube heute eher nicht. Eher morgen dann nochmal dicke TOTS-Eskalation. Ich schau mal, Chat. Deko mia Mumu Black. Jetzt sehe ich schon wieder diese ganzen TikTok-Clips, Alter. Da habe ich richtig Bock drauf. Bestimmt, wo ich gerade so geheult habe. Nee, heult wegen Mumu Black im Stream und so. Kommt dann. Wir gucken mal gleich, was wir bauen, Chat. Ich gucke erstmal, was wir so im Verein haben. Digga, diese Woche wird so wichtig werden. Ehrlich, diese Woche wird sowas von wichtig werden. 10-0 frei. Ich sag gar nichts mehr, was ich diese Weekend nichts holen werde. Digga, es machen zu viele Leute Auge. Ich spiele einfach ein Goodies. Wir machen mal Mannschaftsauswahl. Wir kopieren mal das Team komplett. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Also garantiert wird dieser Schwanz bei mir nicht spielen. Auf gar keinen Fall. So, Varane und Mendy will ich auch weghaben. Und ich würde gerne Linksverteidiger. Machen wir vielleicht Davis. Die Frage ist halt, welche Version. Was kostet der Tots Davis? Der Tots Davis 1,1 Millionen. Na, ganz klar, nehmen wir den 88er. Der wird auch ausreichen, den 88er. Der reicht. Dann packen wir in die ZDV. Ich guck mal, wie das von den Münzen her passt. Packen wir hier Alaba hin. Im Tor packen wir Neuer hin. Das ist die Frage, Chat. Wie machen wir das hier rechts? Wir bräuchten dann hier einen Engländer. Weil wir machen das am besten über Footbin. ZIV Alaba, Tots. Rechts IV würde ich sagen, lassen wir Walker, der ist halt krank. Und RV holen wir One Bissaka, Tots. Das wäre schon mal gut so. Die Sache ist halt, ja, Vieira kann auch safe bleiben. Vieira wird halt nicht gehen. Er wird nicht gehen, weil dann Walker zu wenig Chemie hat. De Bruyne wird gehen. Gute Idee, guter Call, warte mal. Dann könnte man... Ah, na, ist kacke mit der Bräune. Wenn der... Chat, was sagt ihr, wenn der Tots rauskommt, mit dem Toti spielen, dann wären... Das wäre schon mal gut so. Der und Dingens auf der 6, okay. LF könnte man Barnes nehmen. Boah, Messi. Boah, Digga, der ist schweineteuer. 2,7 Millionen, Alter. Hier kann ich safe Pelé hinnehmen. Wir müssen ja ein paar Spieler behalten. Pelé will ich behalten, safe. Messi, Valverde. Boah, Digga. Ich überlege gerade, was man machen kann. Na, wir müssen mal gucken. Also, wen habe ich schon? Den können wir auscashen. Auscashen. So wie jetzt gerade würden die Spieler 3,3 Millionen kosten. Ich brauche natürlich noch ein paar für Videos und so. Wir rahmen Pelé tauschen, LF Neymar. Okay, das ist eine gute Idee. Warte, machen wir es so. Ja, aber da müssen wir... Irgendwas ist dann trotzdem kacke, wenn wir... Neymar. Ja, es macht auch keinen Sinn, Leute. Weil dann hat De Bruyne keine volle Chemie. Und Messi wäre schon geil irgendwie rechts. Den haben wir auch. Auscashen. Ja, 2,8 Millionen. Was für die Maria Rulebreaker? Das macht doch gar keinen Sinn, Bro. Dann bräuchte aber der einen Link. Das ist das Problem. Irgendwie Messi wäre geil, ne? Ich muss nicht unbedingt Neymar und Pelé spielen. Ich will ein paar neue spielen, Chat. So ein Barnes wäre mal geil, glaube ich. Aber Valverde und Hazard würde ich auch fühlen, Chat. Valverde, Hazard. Boah, Digga, das ist schweineteuer, Alter. Hazard ist nicht so gut. Zu defensiv. Ja, ist echt zu defensiv. Also der Bräune muss irgendwie weg. Wir brauchen irgendeinen von City oder einen englischen ZOM. Eigentlich wäre doch gut jetzt hier so ein Rashford. Ah, so geht's auch nicht, Digga. Schwierig. Hazard ist Müll. Ansu Fati und Messi. Was haben wir für Karten? Ansu... Wir können bis Viertel vor entspannt machen. Boah, Ansu Fati, Digga. Messi. Wäre schon geil irgendwie so, Alter. Würde das klappen? Jetzt ist es aber zu offensiv. Es muss irgendeiner raus hier. Kanté wird hier keinen Sinn machen wegen Walker. Walker braucht zwei grüne Links. Er muss halt Rashford raus, ne? Ja, wir können auch so machen. Wir müssen nicht unbedingt Wan-Bissaka spielen, Chat. Was hält ihr davon? Wir haben ja schon so viel neue. Wir haben ja Trent, Toti. Dann sparen wir ein bisschen ein paar Münzen. Dann packen wir hier Trent hin. Der ist ja sowieso stark. Und dann können wir ganz einfach hier Dingens hinpacken. De Bruyne. Spielen den als Sechser. Dann sparen wir nochmal Münzen. Und dann können wir... Machen wir wieder 4-3-3-3. Und dann sind wir trotzdem... Scheiße. Warte mal. Wie kriegen wir jetzt Valverde auf volle Chemie? Trent ist okay, aber der ist jetzt nicht krass. Wie kriegen wir jetzt irgendwie das auf volle Chemie? Aber ist... Warte mal, das ist dumm. Ist zu defensiv. Also bin ich blöd? Wir haben schon zwei Sechser. Was mache ich denn da? Hier muss safe Rashford hin. Digga, 7 Millionen kostet das Team. Habe ich was verpasst? Ach du Scheiße, Alter. Leute. 4-3-2-1. Gucken wir mal hier. Aha! Chat, wir haben's. Let's go. Super, wir haben's. Volle Chemie so. Let's go. So ist top. Boah, kostet 6 Millionen Münzen, Alter. Aber ich hätte schon Bock damit zu spielen, Digga. Ich habe noch nie mit Hazard gespielt, noch nie mit Fati. Messi auch nur einmal, Valverde noch nie. Rashford auch selten. Alle waren viele, viele neue Spieler am Start. Ich spiele eh in-game 4-2-2-2. Guck mal, in-game würde ich so spielen, dass wir dann Messi 10, Valverde und Dings so. Und so irgendwie. So würde ich dann zocken.
Irgendwie so in-game. Was sagt er? So in-game. Sollen wir dann so die Weekend League ungefähr zocken? Oder würdet ihr noch was abändern? Irgendein neuer cooler Tots, den man mit einbauen könnte. Ja, in Ndombele hatte ich ja. In Ndombele brauchen wir nicht zocken, Chat, nochmal. Ich finde es eigentlich schon geil so. Ja, Wan-Bissaka ist das Problem. Das wird von den Münzen ja nicht aus. Es wird ist jetzt schon schweineteuer, Alter. 6 Millionen, Alter. Ich habe nur 6 Millionen da. Ich muss eben am Ende ein bisschen downgraden. Statt Rashford muss ich Rashford Dings nehmen. Rashford Inform. Oder ich verkaufe einfach mal Pelé. Mal gucken. Hazard weg, sonst OP. Ja, aber es muss einer von Real sein, Bro. Natürlich ist Messi full. Siehst du doch. Messi hat grünen Link zu Fati. Ja, wir müssen safe was verkaufen. Ich werde safe was verkaufen müssen, Chat. Modric. Nee, Modric lieber Valverde. Valverde ist neuer, Digga. Messi andere Version. Ja, Digga. Sonst doch kacke, Messi. Oder was gibt's denn noch von Messi? Messi gibt's nur sonst Stürmerkarten, Digga. Ist auch kacke. Ja, es sieht erstmal gut aus so. Ob wir das zu 100% machen, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall, die Abwehr, würde ich sagen, ist schon mal gut so. Oder wir... Ja. Weil wir können es so lassen oder wir machen es noch ein bisschen anders. Ja, Hazard ist schon geil, Alter. Ich will mal Hazard spielen, Digga. Ich habe so Bock, den zu spielen. Das ist auch cool, wenn man den Spieler in echt auch fühlt, Digga. Also ich habe Hazard unnormal gefühlt. Nur ein 5-Sterne-Skiller. Ja, das stimmt. Aber es sind coole Spieler dabei. Wen gibt es denn sonst noch RF aus der spanischen Liga? Boah, der hat mich auch komplett rasiert. Wie wär's denn mit dem, Jet? Christian Theo? Also Messi habe ich ja schon gezockt vor 5 Monaten. Ich fand Messi nicht so geil. Ist der SBC? Ach, geil. Schade. Dembélé in Form, Chat? Aha. Was haben wir denn da Leckeres? Nee, Messi. Nein, du Schwein. Nee, Messi. Bist du bescheuert? Ach, das wäre eine geile Idee. Boah, der wäre geil, Digga. Auf den habe ich mehr Bock als Fati. Dembélé Freeze. Auf den hätte ich mehr Bock als auf Fati, weil der 5-Sterne-Skills hat. Hat Fati auch 5? Ich weiß es gerade gar nicht. Der hat 5-5, Digga. Wäre super als Stürmer. Ansu Fati hat keine 5, ne? Er hat 4 Sterne Wakefoot. Boah, eigentlich schon Dembélé Freeze, Alter. Würde ich mal gerne zocken, ey. Ich glaube, Fati ist besser. Sicher? Ich mache mal eine Abstimmung. So, stimmt ab, Leute. Fati oder Dembélé? Die Abstimmung ist gerade für mehr für Dembélé. Oh, Digga, ich bin schon echt spät. Valverde beschwerde. Links Dembélé. Was hat Dembélé denn für Karten? Ich will auf jeden Fall Hazard mal spielen. Ich habe unnormal Bock auf Hazard. Ne. Okay, die Abstimmung 59% für Dembélé, 41% für Fati. Lassen wir erstmal so. Wir gucken mal. Ich überlege mir das noch bis morgen in Ruhe. Aber wir lassen erstmal den aktuellen Stand der Dinge so, wie es ist. Und deshalb, Leute, Kuss geht raus, Freunde. Das war's vom Team Building. So machen wir das.